Mein lieber Bruder, immer wieder Dank für dich, für dein Vertrauen zu mir. Es spiegelt ja dein eigenes Vertrauen zu dir selbst wider. Danke für den gemeinsamen Weg. Für diese Reise, die wir mehr und mehr gemeinsam mit dem Heiligen Geist gehen. Nur Gottes Wille will durch uns geschehen. Möge er jetzt geschehen. Das ist die Erlösung. Gottes Willen durch dich geschehen lassen. Und nicht mehr an meine Geschichte andocken und mit ihr Recht haben wollen. Ich will kein Recht mehr haben wollen. Mit meinem Leid. Gott will, dass ich glücklich bin. Ha ja, also will ich alles dafür tun. Auch wenn es sich vielleicht noch nicht so anfühlt. Aber lächeln kann ich schon mal. Über meinen eigenen alten Film. Das ist doch schon was, oder? Naja. Und irgendwann kann ich auch darüber lachen, über meinen eigenen Film. Gemeinsam mit dem Heiligen Geist, gemeinsam mit Gott, möge ich gewiss sein, das hier ist alles ein Witz. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, studiere das Textbuch und du wirst es verstehen. Die Freiheit der Schöpfung verspricht mir meine eigene. Meine eigene Freiheit. Die Freiheit der Schöpfung. Hey, ich bin frei. Ich bin freier, reiner Geist. Ich komme von Gott, aus dem Geist Gottes, der so frei ist. Ich will diese Freiheit genießen lernen. Ich will darin in Frieden ruhen. Das ist doch der Wille Gottes. Und es geschieht doch schon. Mir sind alle seine Gaben gegeben. Und er verspricht mir immer wieder neu, dass sie mir gegeben sind. Und ich will jetzt Gottes Versprechen akzeptieren, dass er mein Vater ist und ich sein ewig geliebtes Kind. Dass ich mich einfach nur in seine Arme schmeißen brauche. Und mich daran erfreue, oh, dass ich so total geliebt bin, dass an mir überhaupt nichts falsch ist. Gar nichts. Dass diese Idee von mir dahin schmilzt. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Reduzier dich nicht mehr.
auf dieses Ding hier. Das bist du nicht. Du bist Gottes totale Liebe, ein Geist der Liebe. Das sage dir, sprich dir nur von der Liebe. Gott hat dir nur Liebe gegeben. Das ist deine eigene Befreiung. Es ist alles immer nur ich selbst. Und dieser Film hier zeigt es mir von allen Seiten. Und er zeigt mir eben halt auch, was ich noch für wahr erkläre, woran ich so fest glaube. Und das muss ich mir vergeben. Deshalb brauche ich den Heiligen Geist so sehr und den Bruder. Sonst vergucke ich mich immer, immer wieder. Und schaue wieder falsch gesinnt. Ne? Ich verrücke immer wieder. Das macht aber nichts, weil es in Gott selbst nichts verändert hat. Und das ist doch so ein mächtiger Trost, so eine Beruhigung. Gott ist meine Beruhigungspille. Ist gar nichts los. Ist immer nur mein altes Denken, was losmachen möchte. Ne? Ja, wunderbare Lektion haben wir, ne? Die mir erklären, dann nicht mehr darauf zu hören, sondern nur noch auf Gottes Wort, das ich ja sprechen soll. Die Freiheit der Schöpfung verspricht mir meine eigene. Das Ende der Träume ist mir versprochen, weil Gottes Sohn von seiner Liebe nicht verlassen ist. Niemals. Geht gar nicht. Ich bin auf ewig Gottes Liebe, immer angedockt an Gott. Ich bin doch seine Liebe. Wie kann ich da getrennt sein? Unmöglich. Also muss ich diese komischen Gedanken bleiben lassen, vehement bleiben lassen, wachsam sein. Und sie mir nicht doch noch hintenrum wieder vor die Füße zu schmeißen, sodass ich da wieder darüber stolpere oder dran hängen bleibe. Ne? Du bist von Gottes Liebe nicht verlassen. Gott hat dich niemals alleine gelassen. Gott hat dich niemals ohne Trost gelassen. Nur in Träumen gibt es eine Zeit, da er im Gefängnis zu sein scheint und eine zukünftige Freiheit erwartet, wenn es sie überhaupt gibt. Na, ich hechte immer der Erlösung hinterher. Mach und tu und fummel rum in der Hoffnung, dass ich irgendwann Ruhe habe. Nein, nicht irgendwann, sondern jetzt. Es gibt nichts zu suchen. Du hast gefunden. Dieses Suchen, ne, impliziert immer diese Karotte, in der ich hinterher laufen will und die es aber gar nicht gibt. Ich renne einem Phantom hinterher. Deshalb laufe ich immer wieder scheinbar im Kreis, ne?
wie in einem runden Zimmer, in dem mir gesagt wird, da in der Ecke, da ist die Erlösung. Ich bin der Irre, der Wahnsinnige oder die Wahnsinnige. Und ich tue mir das selber an. Und mir das einzugestehen, ich tue mir das alles selber an. Diesen ganzen Film hier, den ich hier wahrnehme. Das ist meine Eigenkreation. Da ist nichts im Außen. Ich kann nichts und niemanden beschuldigen. Und ich will mich auch selber nicht mehr beschuldigen, weil das nicht die Wahrheit ist. Ich träume nur. Ich bin dieser Traum. Und das ist nicht der Wille Gottes. Aber der Wille Gottes ist so stark und mächtig und kann in diesen Traum hineinfließen. Dein liebevoller Gedanke. Und das, und nur das ist mein Auftrag. Und das beschert mir das Paradies in meinem Geist. Gott hat seinen Samen in mich gesetzt, damit ich auferstehe, erblühe. Dass seine zarten, lieblichen, sanften Blüten durch mich kommen. Und das will ich, muss ich geschehen lassen. Bin niemals in einem Gefängnis. Das sind nur meine alten, unwahren Gedanken, die mich klein und eng halten, Angstgedanken eben. Die bescheren mir das Gefängnis, diese Begrenzung, mir das einzugestehen, ja, das tue ich mir selber an. Ich schaue immer noch in Schrecken auf mich selber. Und dann will ich wieder die Umstände dafür schuldig erklären. Scheinbar andere. Es funktioniert aber nicht mehr. Deshalb bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Er schaut mit dir. Er schaut mit dir sanft deine ganze Verkleidung an. Sprich den gesamten Film. Und wie schaut er denn? Und so schaust du auch. Du folgst doch nur ihm. Du folgst nur dem Heiligen Geist und nichts anderem mehr. Erfährst du keine Freude, keinen Frieden, folgst du nicht dem Heiligen Geist. Dann mache ich wieder mein eigenes Ding, ne? Das alles. Gott will, dass du glücklich bist. Dann sei es doch. Was ist das Problem? Es gibt kein Problem in Gott. Das Problem ist ein altes, das gar nicht existiert, was ich mir aber in Dauerschleife immer wieder unterschwellig erzähle. Und deshalb erfahre ich es in vielerlei Varianten. Ich stelle mir immer nur selbst das Bein. Ich beschere mir selbst die Hölle, indem ich dem Himmel ein Gegenteil gebe. Der Himmel hat aber kein Gegenteil. Deshalb muss ich jetzt damit aufhören. Und will ich damit aufhören? In Wirklichkeit sind meine Träume vergangen. Ich will nicht mehr träumen. Erwachen jetzt. Auferstehung jetzt. Erleuchtung.
Doch in Wirklichkeit sind seine Träume vergangen und die Wahrheit ist an ihre Stelle eingesetzt. Nur die Wahrheit ist wahr. Nur die Wahrheit ist sicher. Und nur die Liebe ist gewiss, haben wir doch gestern gehört. Das gilt doch genauso, meine Liebe, wie eh und je. Ist nicht anders. Folge nur dem Gesetz der Liebe. Folge nur Gott. Du lernst in Liebe auf dich selbst zu schauen, ganz und gar. Du bist dir selbst das größte Geschenk. Und das sei, ich bitte darum. Deine Erlösung ist meine Erlösung. Meine Erlösung ist deine Erlösung. Wir hängen einander. Weil wir eins sind. Jetzt ist die Freiheit bereits sein. Sollte ich in Ketten warten, die bereits durchgetrennt sind zur Befreiung. Wenn Gott mir jetzt die Freiheit schenkt, keine Ketten. Du bist nicht gefangen. Erzähl dir das nicht mehr. Halte dich nicht mehr eng und klein. Guck nicht mehr mit Schrecken auf dich selbst. Sieh, dass da vielleicht noch Angstgedanken sind und lass sie berichtigen durch den Heiligen Geist. Genau dafür ist er dir gegeben, um das jetzt zu nutzen. Keine große Sache mehr daraus machen. Es ist einfach nur dein Lernen und Verlernen. Weiter geht's. Im Namen des Vaters. Nur dafür bist du gekommen. Diese schlonsige Kreatur, sie muss vergehen, ne? Das bist du nicht. Du bist nicht dieses sterbliche Ding da. Das bist du nicht. Du bist Gottes Sohn. Frei, ewig frei. Freier Geist. Mächtig, mächtig. Heute will ich deine Versprechen akzeptieren, Vater. Und ihnen meinen Glauben schenken. Willst du? Glaubst du dem Vater? Vertraust du dem Vater, dass er es nur gut mit dir meint? Dass Gott nur gut ist? Auch wenn du hier noch so viel Scheiße siehst oder erfährst, das ist ja nur dein urteilender Geist, ne? Dein beurteilender Geist, der dir sagt, was richtig oder falsch ist, gut oder schlecht, schön oder hässlich. Das ist nicht Gott. Das ist nicht der Geist Gottes. Du ruhst im Paradies in Gott, mein lieber Bruder. Mein Vater liebt den Sohn, den er als seinen eigenen schuf. Du bist Ausdruck der Liebe Gottes.
Du bist Gottes Wirkung. Er hat dich erschaffen, damit du genauso wirkst wie er, in alles hinein. In Liebe. Gott ist nur Liebe und du bist es auch. Also, du hörst beständig deinen Ruf nach Liebe. Gib beständig Antwort, indem du Liebe gibst. Das ist alles. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Ich habe das verlernt. Und jetzt muss ich es mir selber beibringen, im Namen des Vaters. Und mir ist alle Hilfe gegeben. Und da will ich nicht mehr rumhadern und mich da irgendwie schuldig fühlen, sondern okay, ich will lieben lernen und mich lieben lassen. So wie Gott will. Ich will mich vor der Liebe heute nicht fürchten. Ich will mich vor Gott nicht fürchten und ich will mich schon gar nicht mehr schuldig fühlen. Ich will nicht mehr Ankläger sein. Oder das Opfer meiner Welt. Mein Vater liebt den Sohn, den er als seinen eigenen schuf, damit er seine Funktion erfülle. Jetzt, immer jetzt, 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 jetzt. Würdest du, Vater, mir die Gaben vorenthalten, die du mir gegeben hast, Vater? Würde Gott dir die Liebe vorenthalten, die er dir doch gegeben hat? Das kann er gar nicht. Er liebt dich so total. Er würde sich ja selber etwas entziehen. Er würde sich selber die Liebe entziehen. Unmöglich. Er würde sich ja selbst vernichten. Unmöglich. Du kannst nicht gottessüchtig sein. Du bist in Gott. Gott ist dein Zuhause. Du bist beständig umgeben von ihm, von seiner Liebe. In Gott kann es keinen Zwang geben. Das sind meine alten Gedanken, die mir von Sucht oder Zwang oder sonst etwas erzählen. Das sind keine Gedanken Gottes. Gott wird mir niemals davon sprechen. Unmöglich. Deshalb muss ich das bleiben lassen. Sind nur alte Gedanken, die nicht wahr sind. Und diese nur als das zu sehen und diese jetzt dem Heiligen Geist zu übergeben. Meinem Deuter,
meinem Lehrer und Führer, dem großen Wandler. Er lehrt mich, jetzt alles in Liebe zu betrachten, den Schuldspruch über mich selbst aufzugeben. Das ist alles. Jetzt mit Augen der Liebe, Christi Sicht, alles, 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 alles zu betrachten. Die Freiheit der Schöpfung ist meine eigene. Ich bin Mitschöpfer des gesamten Universums und darüber hinaus. Ich bin Herrscher des Universums und ich übernehme die Verantwortung für alles. Und schaue eben nicht mehr mit Furcht darauf, sondern mit totalem Frieden und ewiger Liebe. Weil mir das von Gott gegeben ist. Und so danke ich dem Vater wieder für seine mächtige, tiefe Liebe zu mir, immer wieder neu. Immer wieder neu brauche ich nochmal das Läuterungsbad. Okay, und noch einmal. Ich bin die Liebe Gottes selbst. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke so sehr für deine liebende Sicht auf mich, für diese würdevolle Sicht, für diesen stillen Segen, für diesen ewigen Frieden. Danke, Vater, dass du mir so eine sanfte Ruhe, liebliche Ruhe schenkst. Danke für deine Arme, in die ich immer wieder so liebevoll gebettet bin. Das Kind in mir, das scheinbar so nach Liebe ruft, es wird gestillt durch deine sanfte Sicht, die durch mich wirkt. Deshalb sind alle Bedürfnisse in dir, Vater, befriedigt. Danke so sehr. Amen. Meine Liebe, Segen.
Wir sehen uns gleich. Wer mag in der Textbuchstudiengruppe? 10 nach 10. Gell? Weiter geht's. Einfach weitergehen.